Wunderzunder. Also ein Wäschetrockner. Den will ich auch im Grund knabbern, nicht ohne Feuerzeug. Moment. Hier befinden wir uns im Waschkeller. Der Wunderzunder aus dem Wäschetrockner. Das wollen wir doch mal sehen. Manu. Ist ja wieder sauber. Auto. Tja. Wer erkennt's? Das ist ein 3er BMW. Oh, ein Fahrrad. Wer erkennt's? Das ist ein Roadsign. So, jetzt machen wir mal Schluss mit lustig. Dich fresse ich auch noch, du Scheißkrähe. So. Also ich habe das, ich glaube, im Survival and Preparedness Forum gelesen, dass man aus den Überlassenschaften eines Wäschetrockners prima Zunder machen kann. Der Wunderzunder. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Das sind die Überlassenschaften aus meinem Wäschetrockner. Beides das gleiche. Ich nehme hierzu einen ganz kleinen Zündstahl. Nicht wegwerfen. Und mein Opinel Nummer 9. Fasere das ein bisschen. So, das kann man sehen. Muss mal gucken. Jawohl. Und jetzt.
Das funktioniert. Super Zunder. Wunderzunder. Ach Quatsch. Das ist Baumwolle. Klar brennt das. Wo wir gerade dabei sind, da können wir heute Messer ein bisschen scharf machen mit. Also selbst mit so einem kleinen pissigen paar Cent Feuerstahl funktioniert's. Würde mich jetzt extrem wundern, wenn es mit einem Feuerzeug nicht funktioniert. Also nur aus Spaß. Wie man sieht, funktioniert. Tja, es brennt, natürlich, ich habe Baumwolle, aber es brennt nicht wirklich lang. Richtig guter Zunder, den man von zu Hause mitnimmt, sind zum Beispiel mir fallen die Worte im Englischen sofort ein, aber im Deutschen nicht. Wattebällchen, die man mit Wachs, Haarwachs zum Beispiel, oder Petrojelly, Mann, wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Man kann sie Wachs tunken oder einwickeln oder Pomade, und die brennen wie Sau. Oder man nimmt zum Beispiel Damen-OBs, brennt auch wie Sau, muss man vorher einwickeln, dann brennt es etwas länger. Solche Hinterlassenschaften aus dem Wäschetrockner, die brennen auch, aber nicht allzu lang. Trotzdem, es funktioniert. Also von daher, was ich da so gelesen hatte drüber, war richtig. Nur wird das als Zunder benutzt. Der hat da nicht viel Freude dran. Aber kannst ja auch in Wachs wickeln oder wenden oder in Pomade. So. Spaß noch beim Thema Bushcraften. Habt einen schönen Tag. Ich freue mich über Bewertungen, Kommentare, Subscriber. Bis dann. Tschüss.